Geht und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir zocken heute Grounded. Das Spiel ist dieses komplette Wochenende kostenlos auf Steam verfügbar. Also wer es noch nicht hat, besitzt oder mal gespielt hat und es gerne mal antesten möchte, gerne zuschlagen. Wie gesagt, das komplette Wochenende über Steam kostenlos downloadbar und dann könnt ihr das ja zocken bis zum Umfallen. Das Spiel kann man im Mehrspieler spielen. Wir spielen es heute aber mal im Einzelspieler. An sich, das Spiel ist ein Survival-Spiel. Ich weiß jetzt nicht, ob es auch eine Geschichte hat. Also man muss ja auch eine Base aufbauen, survivalen, wie man es halt kennt in einem klassischen Survival-Spiel. Dieses Spiel hat aber eine Besonderheit. Man ist hier eine Gruppe von Teenagern, die geschrumpft ist. Und dementsprechend sind dann auch die ja, Tiere, die im Hintergarten lauern, also Spinnen, Ameisen, natürlich übergroß für uns. Und denen müssen wir halt gegenüberstehen und bekämpfen. Wie gesagt, Base aufbauen, Nahrungsmittel suchen, craften. Werden wir alles sehen. Wir klicken mal auf Einzelspieler und auf Neues Spiel. Und dann können wir uns jetzt hier unseren Teenie auswählen. Wir wählen mal den Max aus. Hey, nice to meet you. The name's Max. Ebenfalls. Mein Name ist Maxwell Smalls. Modusauswahl. Flauschig ist wahrscheinlich. Der Garten ist ein gefährlicher Ort, aber deine Werte sind etwas nachgiebiger. Und es gibt keinen Schaden durch Freunde. Mittel, ein paar graue Haare dürfen es schon sein. Hunger, Durst, Gesundheit und Ausdauer sind wichtige Aspekte im Überlebenskampf. War ist wahrscheinlich, ja, das Leben ist hart, wahrscheinlich schwer. Kreativ und kreativ mit Käfern. Wir machen mal Mittel, also so ein normaler Modus. Bisschen wollen wir auch was an Herausforderungen haben. Und, What's the worst thing that could happen? ja, ich würde sagen, dann starten wir einfach mal das Spiel. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich habe es noch nie gespielt. Wie gesagt, es ist kostenlos. Ich habe mir gedacht, wir zocken es mal zusammen ein bisschen an und schauen ja, wie es sich spielt. So, wir wachen hier anscheinend in der Erde irgendwo auf. Also wir sind, wie gesagt, in unserem Hintergarten. Schau dich um und sieh, was du finden kannst. Damn. Where am I? Ja, wo bin Are ich? those roots? Nah, Wurzeln. can't be. This Leertaste must können be wir one of springen. those prank TV shows. An extremely elaborate, realistic prank show. Wie gesagt, wir sind geschrumpft, wir sind in unserem Hintergarten. Und ja, hier sind wir jetzt wahrscheinlich irgendwo unter der Erde. Huch, ich komme hier irgendwie nicht durch mit Leertaste springen, also das können wir hier auf jeden Fall nicht aufnehmen. So mit Left Control ist Yes, kriechen. buddy. Starting to think this might not be a prank. Still gonna be famous though. Gonna need an agent, a publicist, a sports car. Grafisch ist das natürlich aber schon. It's a speedy little green corn puff. Da ist schon so ein Riesenviech. Wahrscheinlich irgendwie eine Heuschrecke oder was war das? Oder eine Raupe? Wurm oder sowas. Also grafisch sieht das natürlich richtig geil aus, muss man schon sagen. Das Spiel ist noch im Early Access, entwickelt sich also noch weiter, aber macht jetzt schon echt einen super Eindruck, wie ich finde. Unten links haben wir unsere Durst- und Hungeranzeige, das gelbe Hunger und das blaue Durst, wie man schön sieht. Was die anderen sind, weiß ich nicht. Das Rote wahrscheinlich unser Leben und das Grüne unsere Ausdauer eventuell. Hier können wir was aufsammeln. Kiesel, also Steine. Kieselsperr können wir craften. Du hast entdeckt Baseball. Ah, das ist ein Baseball. Wow. So klein sind wir also schon. Damit wollen wir eventuell geschrumpft, wer weiß. Da hinten ist irgendein Signal. Da müssen wir mal hin. So, mit Shift können wir laufen. Wir sammeln hier nebenbei mal ein bisschen was ein. Forschungsstation. Ich würde gern, wie kann man denn craften?
Mit Tab komme ich hier rein. Mit C vielleicht. Ja, Kieselschwer. Wir brauchen schon ein Scrub. Ach nee, geht noch nicht. Da fehlt uns noch Pflanzenfaser und Sprössling. Interagiere mit dem Computer. Also die Forschungsstation wurde anscheinend auch geschrumpft. Huch, was ist das denn für eine Zeichnung? So, der Computer ist hier. Können wir Ressourcenanalysator Well, someone analysieren? had to have set up all this sciencey stuff here. But still, I'm not exactly sure where this is and what is going on. Also wir wissen noch nicht, wo wir sind. Okay, Ausrüstung. Das können wir anscheinend hier analysieren, den Stein. Analysatorladung. Also wir können Wissenschaftspunkte irgendwie aufbauen. Was das allerdings bringt, weiß ich leider nicht. Wir haben jetzt diesen Stein hier analysiert. Okay. Schließen. Wir haben aber. Ich finde mehr Hinweise. Okay, das Spiel leitet eigentlich wirklich, was man machen kann, wie man es macht. Hier sind ein paar Riegel. Müsli-Riegel, sehr schön. Analysiere Pflanzenfasern im Ressourcenanalyselabor. Okay, hier sind Fasern wahrscheinlich. Pflanzenfaser, super. Das sind diese kleinen Dinger, die aus dem Boden sprießen. Hier sind schon einige neue Ideen, die wir craften können. Also Spießgrill, Sprösslingszaun. Das passiert mir hier alles so ein bisschen schnell. Okay. Rüsselkäfer. Ich freue mich schon, wenn die Spinnen kommen. Oh, das wird eklig. Also alle mit Spinnenphobie, ey, die dürfen dieses Spiel nicht spielen. So, wir haben Pflanzenfasern, die können wir jetzt analysieren. Ne, das war der Sprössling. Den können wir den irgendwie wieder. Ah, hier sind die Pflanzenfasern. So, okay. Analysieren. Pure Wissenschaft. Grobes Seil können wir jetzt herstellen. Neues Rezept. Wollen wir das hier auch gleich in Sprüche? Ne, wir warten erstmal, weil wir hier nicht genug Ladung haben. So, Tutorial haben wir die beiden abgeschlossen. Genau, Kiesel und Pflanzenfasern haben wir analysiert. Und jetzt sollen wir eine Kieselaxt herstellen, okay? Ja, wie machen wir das? Hier ist eine Kieselaxt. Dafür brauchen wir drei Sprösslinge und ein grobes Seil. Grobes Seil müssen wir doch auch irgendwie craften können. Finde Wasser. Ah, hier können wir Material, Werkzeuge, Materialrohstoffe, grobes Seil herstellen. Hergestellt. Und jetzt können wir hier eine Trinkflasche können wir auch herstellen, aber wir sollen erstmal eine Kieselaxt. Da fehlt uns noch ein Sprössling. Das ist hier vorne. Zack, und dann können wir jetzt auch die Axt craften. Jawohl. Herstellen und ausrüsten. Wir machen mal herstellen. Zack. Ja, das Crafting-Menü ist so ein bisschen unübersichtlich. Hätte das gerne schon irgendwie so irgendwie im Spiel und nicht als Extra-Menü. Wäre schon irgendwie cooler. Ich sammle hier nebenbei mal so ein paar Fasern weiter ein. So, wir müssen Wasser finden. Können wir uns mit dem Stein hier auch wehren? Also wir können mit dem Stein schlagen auch. Das ist schon mal wichtig zu wissen. Wie können wir jetzt unser Inventar? Hier ist unser Inventar. Hier ist die Axt. Wie können wir die ausrüsten? Mit F. So. Können wir das hier so ein bisschen selber anordnen? Genau. Zwei Stein. Müsse-Riegel machen wir mal auf 4. Oder auf 3. Und ich glaube, dann können wir, genau, mit den Nummerntasten können wir dann unsere Axt auswählen. So, wir müssen jetzt Wasser finden. Hier diese Bäume können wir also abholzen mit unserer Axt. Ne, mit einer kräftigen Axt, noch nicht mal mit unserer Kieselaxt. Das heißt, es gibt noch mehrere oder höhere Stufen für Werkzeuge. So, hier ist Wasser. Ekliges Wasser trinken. Okay, ekliges Wasser möchte ich jetzt ungern trinken. Untersuche die mysteriöse Maschine. Trockenes Glas. Drunter. Gibt es hier eventuell so eine Wasseraufbereitungsanlage? Das wäre natürlich nice. Mit der rechten Maustaste können wir blocken. Hier gibt es aber
Bin ich wirklich. Also ich habe hier Wasser gefunden, allerdings, ja, ekliges Wasser. Nicht, wenn wir da irgendwie Leben verlieren oder irgendwie krank werden. Activate Emergency Target. Das Power Science? Was ist das für eine Maschine? Wir klicken hier mal auf Target. Just like laser tag. Ah, okay. Looks like the other two lasers are blocked. After all that build up, this big mysterious computer doesn't activate. Also wir müssen wahrscheinlich die anderen auch irgendwie aktivieren. Der ist aktiviert. Der muss da auch aktiviert werden. Was, wenn ich auf Activate klicke? Geht nichts. Macht den Weg des Lasers frei. Finde raus, was einen der Laser schwach. Also der ist geschwächt. Und der ist, ja, den müssen wir freimachen. Den können wir vielleicht sogar hier mit unserer Axt abholzen. Sehr schön. Kriegen wir dafür auch eventuell was? Grasplatte. Okay, die können wir nur so schnappen. Da können wir mit Sicherheit dann. Können wir die auch irgendwie ablegen? Okay, mit R können wir, können wir das hier weiterhacken? Nee, ne? Kleiner Sick, finde was Essbares und iss es. Ja, wir haben doch hier unser Müsli-Riegel. Das. Ah, okay, wir müssen nur die Nummerntaste drücken, dann essen wir das gleich. Finde ich ein bisschen doof. Ich brauche immer noch Wasser. So, wir brauchen nur noch das hier. Also der hier ist wahrscheinlich irgendwie defekt. Den müssen wir mit Sicherheit irgendwie reparieren. Bevor wir da hingehen, würde ich aber gerne Läusehonigtau. Kann man das essen? Ich weiß es nicht. Ein süßes Sekret von Läusen, das ein wenig den Durst lindert. Okay, also man kann es schon essen. Müsli-Riegel haben wir, kann man essen. Essbar und heilt sogar. Das ist trinkbar, heilt und essbar. Okay, das scheint wohl sehr gut zu sein. Madenhaut. Okay, kann man sich so einiges angucken. Wir gucken mal erstmal weiter. Wie gesagt, würde ich, ja, soll ich schon was von dem Buch, von dem Wasser trinken, welches wir da gefunden haben? Weiß es nicht. Wir versuchen es mal. Wie eklig. Ein kleiner Schluck. Finde sauberes Wasser. Ja, wie sollen wir denn jetzt sauberes Wasser? Trinke einen Tautropfen. Tautropfen sind bestimmt in Höhlen oder hier unter Blättern, kann ich mir vorstellen. Aber mit Sicherheit erstmal nur, wenn es geregnet hat. Davor gibt es ja noch kein. Wobei, wenn Sonne scheint, gibt es mit Sicherheit auch Tautropfen. Frage ist, wo finden wir diese Tautröpfchen? Gehen wir erstmal weiter. Wir sind jetzt erstmal vom Durst gestillt und auch erstmal gesättigt. So, sammeln hier nebenbei auch alles ein, was geht. Steine bzw. Kiesel und. Ah, hier ist Tauwasser. Wie kommen wir da lang? Können wir das hier irgendwie. Oder müssen wir das abholzen? Die Frage ist, wenn wir das abholzen. Wieder ran. Tauwasser. Oder müssen wir das hier. Selbst die, das Tau, der Tautropfen ist riesig. Ne, das ist diese Blüte hier. Dieser ist das. Ah, okay, der Tautropfen fällt runter und bleibt sogar noch als Tropfen. Das heißt, wir können den jetzt trinken. Okay, und das ist auch gleichzeitig sauberes Wasser. Ich hoffe, man kann auch ekliges Wasser irgendwie ja, säubern. Kann man das Wasser mitnehmen? Wahrscheinlich nicht. Wir lassen es mal liegen, vielleicht auf dem Rückweg. Wir müssen jetzt erstmal diese defekte Laserkanone hier reparieren. Die ist da hinten. Mal wieder ein bisschen was nehmen. Ich bin der Meinung, wir brauchen bestimmt bald einen Speer. Ich crafte mir mal hier einen Speer schon mal präventiv und rüsten das mal auf die 2 aus. Und das machen wir mal so. So, dann haben wir jetzt auch einen Speer. Was nicht auf Distanz bleibt, wird gepiekt. Genau. So, dann haben wir hier schon mal einen Speer.
Irgendwas gehört, das klang so ein bisschen wie ein Schwein. Kann man den noch werfen? Ich weiß es gerade gar nicht. So, hier ist noch ein Tau. Ah, okay. Jetzt wissen wir auch, wieso. Wow. Samtmilbe, okay. What the fuck? Die können wir sammeln. Milbenpelz. Haare mit einem kräftigen roten Farbton von einer Milbe. Noch nicht analysiert. Okay, wir müssen auch alles analysieren in diesem in der Forschungsstation, damit wir wahrscheinlich mehr über diese Sachen rausfinden. Wow. Okay. Arbeiterameise. Ist das eklig? Komm schon. Okay, die hauen ab, wenn die geschwächt sind. Wir müssen diese Milben hier von dem Kabel wegschlagen. Wo ist die Ameise? Die wollen wir noch schnell killen. Du wurdest verletzt, fertige Verbände, um deine Gesundheit wiederherzustellen. Machen wir gleich. Wir killen mal erstmal die Ameise. Oh. Okay. Ich habe gar nicht auf mein Leben geachtet. Okay, wir machen mal Respawn. Ich hoffe, wir respawnen nicht allzu. Nach dem Tod wirst du am letzten gesetzten Respawn-Punkt wieder belebt. Du kannst Respawn-Punkte am Schlafgelegenheiten wie dem offenen Zelt setzen. Hier ist noch eine Ameise. Und da ist unser Rucksack. Okay, wir können unseren Inventar wiederherstellen. Da laufen wir mal direkt hin. Die Ameise, das ist die, die uns hier gekillt hat. Da. Okay, wir holen erstmal unseren Inventar wieder. Die Ameise haben wir gekillt. Boah, ist das eklig mit dem Schleim. What the fuck? So, wo ist. Hier ist der defekte. Oder das defekte Laser. Laserkanone. So, das sammeln wir alles ein. Müssen wir das hier noch irgendwie reparieren, oder? Ja, echt aufpassen. Also man hat ja echt einen schweren Überblick. Ja, aber sieht erstmal sicher aus. Wir gehen mal hier hoch, aber finden heraus, was eines der Laser schwächt. Hier unten ist doch irgendwas. Oh, okay, müssen wir den vielleicht hier auch killen? Sandmilbe, wo ist die denn? Okay. Ah, okay, hier ist noch eine Milbe. Und da hinten auch noch, okay. Stelle eine Fackel her und rüste sie aus, bevor du dunkle Bereiche betrittst. Wäre sinnvoll. Das ist mir hier ein bisschen zu dunkel. Okay, da sind ein paar Milben. Erinnere mich so ein bisschen wie diese Viecher aus Half-Life, diese kleinen Dinger. Crafting. Verband wäre nicht schlecht. Können wir allerdings noch nicht machen, weil uns da Madenhaut fehlt. Wir brauchen eine Fackel. Warum kann ich hier keine Fackel herstellen? Eine Fackel wäre doch hier ein Werkzeug. Hammer, Speer, Pfeil. Okay. Kann ich eine Fackel herstellen? Stelle einen Faserverband her. Okay, wir müssen erstmal einen Verband herstellen. Allerdings fehlt uns dafür einmal hier dieses Saft. Das müssen wir noch einmal suchen. Oh, okay, also mit R. Ah, hier ist noch dieses Saft, okay. Mit R werfen wir also unseren Speer. Okay, gut zu wissen. Wir haben jetzt genug für ein Faserband oder auch nicht? Ach nee, wir können einen Saft und eine Pflanzenfaser herstellen. Was ist denn das? Sind das diese Pflanzenfasern? Okay, wir gehen mal auf Herstellen. Wieso können wir das nicht herstellen? Oder haben. Ach nee, weil wir wahrscheinlich schon
Ah, weil haben wir schon Verbände? Nee, wir haben keine Verbände. Wieso können wir das nicht herstellen? Wir haben doch genug Pflanzenfasern. Zutat schnell herstellen. Fehlende Zutat. Oder fehlt uns doch das Saft? Haben wir doch genug, oder? Wir haben jetzt zweimal von dem Saft. Nee, einen Saft haben wir nur. Okay, das heißt, wir müssen hier noch einen suchen. Die finden wir hier unter diesen Stämmen anscheinend. Hier nochmal ein bisschen nebenbei was aufsammeln. Ganzen trockener Grasbrocken. Was das bringt, weiß ich alles noch nicht. Hier ist noch so eine scheiß Ameise. Greifen die uns eigentlich von alleine an? Anscheinend nicht. Okay. Brauche noch einmal so einen Saft. Ist das hier ein Saft? Jawohl. So, wir haben jetzt Saft. Hier ist auch noch einmal Saft. Die sammeln wir mal alle ein. Und hier oben auch noch mal. Und dann können wir nämlich jetzt unseren Verband herstellen. Zack. Stelle ein Faserverband her. Haben wir gemacht. Müssen wir das jetzt nehmen? Finde heraus, wie du was einen der Laser schwächt. Hier ist noch so eine Milbe. Wow, die Milben greifen auch andere Tiere an. Okay, das ist geil. Finde ich eigentlich ganz cool, wenn das so im Spiel auch ist, dass ja die andere KIs oder NPCs angreifen. Scheiße. So, uns fehlt jetzt leider immer noch. Okay, es wird dunkel. Wir müssen ein offenes Zelt bauen. Ja, wie? Wir haben noch nicht. Ah, doch, ein offenes Zelt können wir bauen. Dafür brauchen wir Kleeblatt und Sprössling. Wie kriegen wir Kleeblatt her? Eventuell mit den Dingern hier, wenn wir das hier abholzen? Nee, das ist Gras. Da kriegen wir, glaube ich, kein Kleeblatt her vom Gras. Nee, das ist eine Grasplatte. Wo kriegen wir Kleeblätter her? Kleeblatt, Kleeblatt, Kleeblatt. Ich würde auch gerne schon eine Fackel. Wie kriegen wir eine Fackel her? Das ist ein Klee. Klee, 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 Klee. Konstruiere eine Wegmarkierung, um einen Ort in deinem Sichtfeld auf der Mate zu markieren. Okay. Wir sammeln mal erstmal das Klee um. Okay, wir haben keine Ausdauer mehr und wir müssen langsam mal was trinken, beziehungsweise auch was essen. Jetzt können wir ein offenes Zelt bauen, konstruieren. Das machen wir mal hier so in der Nähe von dem. Machen wir das einfach mal hier so mit einem Weg. Ich weiß nicht, ob das. Superbau bauen. Superbau. Ah, okay. Baue ein offenes Zelt, haben wir. Jetzt können wir mit Sicherheit. Setze deinen Respawn-Punkt auf dein offenes Zelt. Wie geht das? Wahrscheinlich, wenn wir es benutzen. Benutzen. Respawn-Punkt setzen. Zack. Schlafen können wir noch nicht. Okay, Schlafenszeit ist jetzt zwischen 20 und 6 Uhr und wir haben es gerade mal 17 Uhr. Aber wir haben hier schon mal einen Respawn-Punkt gesetzt. So, jetzt müssen wir hier unbedingt eine Fackel irgendwie herstellen können. Ah, okay, jetzt können wir eine Fackel herstellen. Dafür brauchen wir noch zweimal grobes Seil. Grobes Seil können wir 1 und 2. Sehr gut. Und dann können wir jetzt auch eine Fackel herstellen. Wunderbar. Das läuft doch schon wie am Schnürchen. So, die Fackel haben wir. Hier haben wir noch einen Kleespeer. Okay. Haben wir es zweimal. Ach so, alles, was hier oben angezeigt wird, auch hier im Schnellzugriff angezeigt. Ich dachte, das verschwindet dann von da oben. So, die Fackel rüsten wir mal auf 2. Die Axt machen wir lieber doch da. Auf 2. Speer, so, das. Jawohl. Dann haben wir die Fackel auf 2. Okay, wir können beides gleichzeitig ausrüsten. Also Axt und Fackel. Dann machen wir mal lieber Speer und Fackel. Okay. Milbe. Hauen wir da weg. Oh, hier geht's weiter. Alles schon geil gemacht.
Schön unter der Erde jetzt. Wow, okay. Weil wir sollten mal wir sollten unseren Verband nehmen. Ganz schnell. Verband. Und wie kann man das benutzen, das Verband? Ich möchte es benutzen, vielleicht mit dem Schnellzugriff. Ja. Haben wir das jetzt benutzt, das Verband? Nee. Doch, wir haben unser Verband benutzt, aber irgendwie erhöht sich unsere Gesundheit nicht. Status. Regeneration. In 140 Sekunden, okay. Mutation, alter Schwede, was gibt's denn hier alles? Wieso? Wir haben doch jetzt unser Verband benutzt, wieso? Ach, das dauert wahrscheinlich noch. Okay, also wir werden nicht sofort wieder geheilt, sondern das dauert ein bisschen. Auch ganz nice. Macht das Ganze aber natürlich nicht leichter. So, wir haben alle Milben entfernt. Hier brauchen wir einen Hammer, um das Quarzit abzuholzen. Schleimpilzstängel, okay. Was können wir damit machen? Der leuchtende Schimmel, den man unter der Erde findet, könnte man auch als Lichtquelle verwenden. Okay. Also kann man wahrscheinlich auch damit eine Fackel herstellen? Eine Schleimpilzfackel, okay. Dann sammeln wir doch nochmal ein paar davon, falls wir noch irgendwann eine Fackel benötigen. Ein bisschen im Weg. Okay, dann gehen wir mal weiter. Oder wieder zurück. Weil jetzt dürften eigentlich oder müsste eigentlich diese Laserkanone, sage ich mal, wieder funktionieren. Genau, die blinkt, fackelt oder hat keinen Kontakt mehr. Kann man jetzt schlafen eventuell? Benutzen, schlafen. Es ist 18 Uhr, also umstellen. Wir nehmen das mal mit. Wir gehen mal wieder zurück zu der mysteriösen Maschine und stellen unser Zelt aber da mal hin. Ah, wir nehmen aber hier nebenbei auch immer so ein paar Sachen mit. Und das Zelt nehmen wir, wie gesagt, auch mit. Ob das jetzt Sinn macht, dass wir das Zelt mitnehmen, weiß ich nicht. Ich würde es aber gerne woanders platzieren, damit wir an anderer Stelle einen Respawn-Punkt haben. Okay, ich würde sagen, wir platzieren das mal hier so unter der Erde. Sieht doch ganz gut aus. Mit Q und E kann man noch drehen. Control kann man das irgendwie rastern, wenn ich das richtig sehe. Aber ich denke mal, so passt das. Und schlafen geht immer noch nicht, erst in der Stunde. Das heißt, wir forschen bzw. untersuchen jetzt mal diese mysteriöse Maschine. Wir haben hier jetzt alles behoben, alle Fehler. Und dann können wir das Ganze... Okay. Das Ganze können wir hier bestimmt activaten. Und schauen wir mal, was passiert. Zieht auf uns die Maschine. Ich gehe mal davon aus, dass uns das Teil wieder größer macht. Auch nicht. Did you hear something that sounded like a big far-off explosion? Eine große Explosion in der Ferne. Okay. Was zur Hölle gräbt da was im Boden rum? Im Boden gräbt was? Oh nein. Bitte kein Wurm oder sowas. Oder eine Raupe. Versuche die Explosion an der Eiche. Bevor wir das aber machen... Das ist die Eiche, da hinten ist die Eiche. Genau, bevor wir das aber machen, gehen wir mal zu unserem Zelt zurück. Schlafen einmal. Ich möchte hier nicht nachts rumlaufen, wenn ich ehrlich bin. Benutzen. Respawn-Punkt schlafen geht immer noch nicht, okay. Sammeln wir mal nebenbei so ein bisschen was ein noch, bevor wir dann Affen gehen. Ein paar Pflanzenfasern wird mit Sicherheit alles wichtig werden.
Arbeiterameise, okay, die kennen wir schon. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwas anderes. Die sind auf jeden Fall ein bisschen aggressiver und schwieriger zu besiegen. Okay, wenn wir gedrückt halten, dann können wir ein bisschen härter zuschlagen. So, das Zelt ist jetzt grün, das heißt, wir können jetzt schlafen. Das machen wir jetzt auch gleich mal. Benutzen Schlafen. Die Frage ist, wie lange schlafen wir? Es ist jetzt 6 Uhr. Okay, wir haben 8 Stunden sind das? 8 Stunden geschlafen? Ne, länger sogar. 20, 4 Stunden, also 10 Stunden haben wir geschlafen. Die Fackel brauchen wir nicht mehr. Wir haben die noch ausgerüstet. Und dann, oh nein. Was ist das, eine Hummel? Hummeln sind doch gar nicht so böse. Ich hoffe, nee, das ist keine Hummel, oder? Fliege. Ach, eine Fliege ist das. Scheiße. Fliege, Fliegenpelz. Sprösslingsbogen. Okay, wir... Ah, wir können einen Bogen jetzt craften. Das würde ich gerne machen gleich. Sprösslingsbogen. Okay, da brauchen wir nochmal Fliegenpelz und auf jeden Fall noch grobes Seil. Wir müssen auf jeden Fall was trinken. Haben wir irgendwas zum Trinken? Wir haben Saft. Na, allzu viel Durst stellt das auch nicht wieder her, aber wir haben hier noch einen Saft. Wieso können wir das nicht trinken? Nee, das haben wir schon verbraucht, okay. Nicht analysiert. Okay. Wir gehen mal wieder zurück zu diesem zu dieser Forschungsstation und analysieren mal so ein bisschen das, was wir gefunden haben. Vielleicht kriegen wir dann so ein paar mehr Crafting ungültiges Objekt. So, wir forschen mal das Kleeblatt. Wird analysiert. Neue Rezepte entziffert. Kleeponcho, Kleebeinschienen und Kleehauben. Okay. Was könnten wir noch forschen? Saft würde vielleicht Sinn machen nochmal. Vielleicht kann man damit ja noch mehr machen. Pflanzenleuchte, Werkbank und eine Saftleuchte. Okay. Fliegenpelz, Ameisenbrocken, Milbenpelz. Milbenpelz. Machen wir mal Milbenpelz, weil wir davon so viel haben. Und dann können wir erstmal nichts weiter forschen. Ausgestopfte Milbe und Felspelz. Wow. Okay, was das alles bringt, weiß ich noch nicht. Analysiere eine Grasplatte im Ressourcenanalyselabor. Okay, hätten wir mal eher machen müssen. Jetzt müssen wir halt ein paar Stunden warten. Und baue eine Werkbank. Ich würde sagen, wir holen mal nochmal unseren Zelt, platzieren das da im, in der Forschungsstation, damit wir da immer wieder respawnen können. Wir müssen was trinken, wir müssen hier was trinken vom ekligen Wasser. Ist leider so. Und dann müssen wir ein Müsli-Riegel essen. Ah, hier ist eine Raupe. Nee, ist doch keine Raupe. Sah so aus. Wo ist unser Zelt? Das müsste hier hinten sein. Das nehmen wir mal. Umstellen. Und... Ah, wir können leider nicht mit einem Zelt in der Hand laufen. Ah, ist jetzt nicht weiter wild. Die Forschungsstation ist ja nicht allzu weit weg. Aber in der Zukunft müssen wir halt wahrscheinlich mehrere Zelte aufbauen. Macht wahrscheinlich auf Dauer eh mehr Sinn, weil man dann auch wirklich mehr Respawn-Punkte hat und mehr Schlafmöglichkeiten. Gut, so ein Zelt ist halt schnell aufgebaut, aber gut, das bauen wir mal hier hin. Und genau, das ist unser aktueller Respawn-Punkt. Und eine Werkbank würde ich dann hier auch gerne bauen. Die Frage ist, wo finden wir die Werkbank? Wahrscheinlich hier unter Konstruktion. Eine Graswand, also wir können hier wirklich Mauern bauen. Ein Grill, hier ist eine Werkbank, dafür brauchen wir eine Grasplatte. Und zweimal Saft insgesamt.
Die Grasplatten kriegen wir hierher. Und wir brauchen auf jeden Fall Saft. Das haben wir ja aus Baumstämmen, glaube ich, bekommen. Hier genau, da ist doch einiges an Saft. Ja, nice. Ui, okay. Müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht runterfallen. Ah, das ist dieser Tennisball. Können wir hier auch rauf? Mal auch rauf, aber hier finden wir nichts weiter. Hier unten ist noch so. Saft, sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt einiges an Saft. Und dann brauchen wir nur noch diese Grasplatten. Die kriegen wir ja aus diesen, ja, Grashalmen. Ich hoffe, wir können irgendwas craften, womit wir. So, hier sind jetzt mehrere Grasplatten. Können wir hier alle nehmen. Okay, wir haben die alle in der Hand. Die können wir aber nicht lagern. Wir können aber wahrscheinlich hier schon genau eine Werkbank konstruieren. Und die platzieren wir mal. Platzieren wir mal hier so hin, neben der Forschungseinrichtung. So, können wir das hier irgendwie ausladen mit G? Ah, okay. Sehr schön. Oh, das ist auch sehr schön geordnet. Nicht so wie bei Stranded Deep, dass das hier so alles durch die Gegend fliegt. Okay, die Werkbank. Okay, wir müssten das hier doch wahrscheinlich drei Stück. So, und dann machen wir mal Superbau und dann haben wir unsere Werkbank. Ressourcenanalyselabor wird wahrscheinlich noch nicht freigeschaltet sein. Doch, wow, geil. Okay, wir können eine Grasplatte analysieren. So, das mit dem Tutorial geht schnell voran. So, Graswand mit Fenster, Grastisch, Dreieckswand, halbhohe Graswand A und B. Bereits bekannt ist die Werkbank. Eine Sache können wir noch forschen. Dann nehmen wir mal den Fliegenpelz. Einfach nur, dass wir alle Aufladungen hier ausnutzen. Ja, ausgestopfte Fliege. Ja, okay. Hat nicht wirklich was gebracht. Aber okay. So, Werkbank, was können wir denn machen? Erstelle ein Stück einer Rüstung. Das können wir wahrscheinlich Werkbank benutzen. Okay, wir können auch hier. Okay. Das können wir doch auch alles so herstellen. Oder verbraucht das hier eventuell weniger Ressourcen? Ich weiß es nicht. Natürliche Rohstoffe, Deko, Lagerung, Basisbau. Aber das können wir doch auch alles so herstellen, oder? Ein Kieselspeer kostet hier, wenn ich so crafte, zwei Sprössling, drei Pflanzenfasern und Kiel. Wie viel steht hier nicht? Und hier würde es kosten, ja, ebenfalls so viel. Also ich weiß jetzt nicht, was wir hier unbedingt in der Werkbank was anderes bauen können. Also wir müssen auf jeden Fall einen Teil einer Rüstung herstellen. Wegmarkierung, Vorratskorb. Werkbank haben wir schon. Hier können wir etwas rösten auf einem Spießgrill. Fasern, Augenklappe. Ist das was wie eine Rüstung? Ob nun wegen einer Verletzung, einer Strategie oder einem exzentrischen Modegeschmack. Ameisenhelm, das ist doch wahrscheinlich eine Rüstung und Milbenhut. Erhöht die Schleppkapazität und der die Ausdauereffizienz. Eine Kleehaube. Ich würde sagen, wir stellen mal. Ja, wir können nur die A den Ameisenhelm, die Milbenhaube oder den Milbenhut können wir nicht herstellen. Ameisenarmschoner und Kleeponcho. Genügsam. Ameisenknieschoner. Ich würde sagen, wir stellen mal Säuredrüsen. Okay, dann würde ich sagen, stellen wir einfach mal, damit wir etwas haben an Rüstung, diesen Kleeponcho her. Dafür brauchen wir ein grobes Seil dreimal.
Das wird ganz, geht ja ganz easy. Und dann, genau, das Kleeponcho. Zack, den rüsten wir dann auch gleich aus. Was ich gerne noch herstellen werde, wenn, Bogen, aber da brauchen wir noch einen Fliegenpelz. So, einen Teil der Rüstung haben wir hergestellt. Das müssen wir bestimmt noch irgendwie ausrüsten. Genau hier. Ah, sehr gut. Andere Sachen können wir, glaube ich, nicht ausrüsten. Untersuche die Explosion an der Eiche. Genau, das ist unser nächstes Ziel. Ich glaube, speichern machen wir jetzt auch mal. Neun. Okay, wir haben hier sowieso Autosave. Aber wir machen mal hier auch neuen Save. Hat er das jetzt gemacht? Ah, okay. Ah, okay. Ja. Okay. Das ist hier der manuelle Speicherstand wahrscheinlich und das ist der Auto. Okay, so, die große Eiche. Eiche, Eiche. Die ist da hinten. Bin ich nicht der Meinung. Gehen wir da mal hin. Wir brauchen dringend was zu trinken. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, wo wir was Vernünftiges zu trinken finden. Wie gesagt, das Wasser ist halt nicht so nahrhaft. Okay. Können wir was mit dem Pilz machen? Hier sind Sprösslinge. Ne, Fliegenpilz. Okay, mit einer Hacke. Und diese Pilze können wir ja sammeln. Du hast einen Pilz aufgesammelt. Verzehrbare Gegenstände kannst du im Inventarmenü essen. Also die Pilze können wir anscheinend so essen. Wir brauchen. Oh oh. Scheiße. Also diese Ameisen, die gehen mir schon so ein bisschen auf den Sack. Wir brauchen etwas, womit wir unsere, ja, unseren Durst etwas stillen können. Du hast entdeckt Tropico Punch. Oh. Ach so, das hier wahrscheinlich. Das ist doch hier ein Getränk. Können wir nicht daraus was trinken? Oh, hier ist so ein Safttropfen. Sehr schön. Ah, das ist der Saft von dem. Okay, also das ist ein bisschen eklig, aber okay. Hauptsache, unser Durst ist jetzt erstmal gestillt. Da ist noch ein Safttropfen, den merken wir uns mal für später. Ich würde mal gerne hier so einen Rüsselkäfer killen. Mal gucken, was wir davon bekommen. Rohes Rüsselkäferfleisch, okay. Das heißt, wir können das wahrscheinlich grillen am Spießgrill und ja, verzehren. So, da hinten ist die Eiche. Die Eiche. Nebenbei immer mal wieder ein paar Materialien aufsammeln und Pilze auch sehr wichtig. Weil zwar nebenbei Hunger kriegen. Was war das für ein Geräusch? Klang so ein bisschen wie ein Telefon. Oh nein. Oh nein. Ich glaube, der Spinne sind wir noch nicht gewachsen. Oh nein. Ich krieg schon Gänsehaut. Ich kann mir vorstellen, wenn wir in das Spinnennetz treten oder irgendwie gefangen werden, dann kriegen wir mit Sicherheit Besuch. Läuse, Honigtau. Ich würde da gerne einen etwas größeren Bogen machen. Wobei wir müssten ja wahrscheinlich lang. Shit, da ist die Sp Okay. Oh. Oh, wenn ich das schon sehe. Okay. Ich glaube, irgendwas hat uns gesehen. Ich hoffe, diese Spinnen sind nicht schnell. Irgendwas piept hier die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was das ist. Also ich gehe schon aus, dass wir. Hier
gehe schon davon aus, dass wir da lang müssen, wenn ich ehrlich bin. Was passiert denn, wenn ich hier wirklich... Netzfaden, okay. Wir nehmen das hier auch mal mit. Netzfaden. Oh! Schreckensbeiner gesichtet. Hallo! Scheiße. Shit, 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 shit. Weiter, da ist ein Marienkäfer. Die Spinne soll sich um den Marienkäfer kümmern. Shit, 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 shit. Oh nein, ich will gar nicht nach hinten gucken. Shit, 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 shit. Okay, das war's. Das war's. Ich glaube, ich hätte nicht hierher kommen sollen. Oh mein Gott, das sind auch noch Mücken oder was das ist. Oh, shit. Okay, unser Speer ist beschädigt. Was sind das? Libellen oder so ein Scheiß. Oh nein, Alter. Das wird ja immer schlimmer. Oh nein. Okay. Alter Schwede. Das ist echt nichts für Leute mit Spinnenphobie. Okay. Frage ist natürlich, bin ich hier überhaupt richtig? Die Eiche? Das ist die, doch die Eiche. Ich muss in diese Richtung. Alter Schwede. Ich muss mich irgendwie heilen. Faserverband. Ich stelle mal einen Faserverband her. Ich weiß nicht, ob ich das... Hier steht, ich bin krank. Die Frage ist, heile ich mich hier irgendwann noch? Ich nehme mal einen Verband. Ob das jetzt was gebracht hat? Regeneration, okay. Temporärer Effekt. Also wir regenerieren uns. Oh, ich bin hier fast reingefallen. Ich weiß nicht, ob wir schwimmen können. Ich will es erstmal nicht probieren. Ich nehme mal hier diese Netzfasern mal mit. Oder Netzfaden. Ich weiß nicht, ob das die Spinnen anlockt. Ich hoffe natürlich nicht. Blütenblatt. Okay. Lockpfeil. Okay, damit könnten wir... Riecht wie Großmutter, okay. Da hinten sind... Oh, das... Nee, das sind Mücken. Kommen wir hier rein? Gehen wir tatsächlich rein? Also, wir können in der Dose schwimmen. Geil. Kommen wir hier auch wieder raus? Ja. Okay. Okay. Okay, ich muss hier raus. Ja, okay, also ein Stich von der Mücke, die hat uns anscheinend das Leben gekostet. Okay, ich werde nochmal respawnen. Und wir, wir landen wieder natürlich in unserem Respawn und wir, unsere ganzen Sachen, die wir gecraftet haben, alle weg. Nur ein Speer ist uns geblieben, der beschädigte Speer. Und der Rest, den müssen wir uns wiederholen. Werden wir auch tun, aber jetzt nicht sofort wahrscheinlich. Aber da macht es Sinn, wenn wir da jetzt hin... Ja, ich glaube schon. Eventuell werden wir uns aber auf dem Weg auf jeden Fall nochmal einen neuen Speer craften. Wir brauchen wir natürlich... Natürlich einiges an Materialien. Das sammeln wir mal hier nebenbei alles auf. Ja, es wird natürlich schwierig, an unseren Rucksack zu gelangen. Wir versuchen es einfach. Wir rushen da einfach mal durch. Oh, was ist das denn? Wissenschaftspunkt, okay. Einfach so. Okay. Okay.
Wo ist hier der Ausgang? Schlafen die? Kann ich. Ich krieg Gän. Okay, der geht weg. Ameise, um die kümmern wir uns jetzt erstmal nicht. Ich suche hier diesen Eingang. Okay, ich wusste es. Ich wusste es. Wir hängen fest. Ich wusste es. Wir können am Spinnnetz festhängen. Okay, und die Spinne hat uns gesehen. Verdammt. Lauf, lauf, wir haben keine Ausdauer mehr. Lauf, 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 lauf. Oh, okay, wir müssen schnell in die Dose rein. Okay, er verfolgt uns nicht mehr. Aber da ist diese Ameise, verdammt. Mit der könnten wir jetzt ein Problem haben. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es, dass die Ameise uns Probleme macht. Ah, warum sind wir nicht einfach abgehauen? Waffen und Werkzeuge nutzen sich mit der Zeit ab. Yo, ich weiß. Egal, ich würde aber sagen, an der Stelle, wir haben uns das Game so ein bisschen angeguckt. Ja, kann man spielen. Ist jetzt nicht so. Also ich finde es jetzt ehrlich gesagt nicht so spannend. Eventuell kommt das ja noch, wenn es mit Basenbau und sowas weitergeht, aber. Ja, muss ich jetzt ehrlich sagen, reizt mich nicht so. Mal gucken, ob ich es wie gesagt weiterspiele. Hat seinen Charme auf jeden Fall mit den Insekten auf jeden Fall. Die Spinnen haben es mir auf jeden Fall angetan. Da habe ich auf jeden Fall Gänsehaut bekommen. Aber ja, ich denke mal, im Verlauf des Spiels wird wahrscheinlich gar nicht. Ich beobachte das natürlich weiter, aber ich denke mal, zum Antesten ist es auf jeden Fall ganz cool. Vielleicht zocke ich so privat so ein bisschen weiter, aber. Ich denke mal, fürs Erste reicht's. Ihr könnt es, wie gesagt, selber austesten. Es ist die komplette Woche kostenlos. Und ja, könnt es euch. Ansonsten vielen Dank nochmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.